diese wunderschöne Lampe. Nachempfunden wurde dieses edle Teil der Lampe auf der Seebrücke, von der niemand sagen konnte, was will sie uns sagen, und die auch nicht lange dort gestanden hat. Trotz intensiver Forschung über Facebook und Google ist uns der Sinn nicht erschlossen worden. Aber vielleicht, Herr Bürgermeister, können Sie uns ja helfen. Wir machen es Ihnen auch ganz einfach, Herr Bürgermeister. Sie geben uns den Stadtschlüssel, wir ziehen in Ihr wunderschönes Rathaus und verzapfen viel Blödsinn, was Sie ja eigentlich so gewohnt sind von uns. Und Sie können bis Aschermittwoch über dieses Lampengeschenk nachdenken. Genau! 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 Also darf ich jetzt wollen Sie sich rechtfertigen. Also, vielen, vielen Dank für das tolle Geschenk. Wir hatten gerade überlegt, wir brauchen doch noch eine Lampe im Rathaus. Also, ihr seid uns immer einen Schritt voraus. Zunächst, bevor es an den Schlüssel geht, jedes Jahr das Ritual, meine lieben Vereinsmitglieder, liebe Kämpfer, liebe Kinder, liebe Jugendliche, möchte ich euch einmal ganz offiziell, es ist zu selten die Gelegenheit dafür da, ganz offiziell hier oben Danke sagen für all das, was ihr ein Jahr lang immer für uns macht, für uns und für unsere Gäste. Es gibt viele, viele Veranstaltungen, denke ich nur an das Sommerspektakel oder an den Fasching im Winter, aber auch zwischendurch, die Präsidentin hat es angedeutet, immer wieder seid ihr zu sehen bei jeder Veranstaltung, bei jedem Ereignis hier in Königsborn. Und immer mit großer Freude können wir sehen, was ihr geübt, geprobt habt und gebringt außerdem auch immer noch hohe Preise und Titel aus Wettbewerben in Mecklenburg-Vorpommern und deutschlandweit mit. Das weiß ich. Also vielen herzlichen Dank euch allen für das, was ihr ein ganzes Jahr mit uns macht. Danke!